Hallo, hier ist der Juiced. Ja, es geht mal wieder um ein Messer. Um ein Bestek Knives. Ich denke, man erkennt es. Und zwar das Tercel. Zack. Da steht es. Ein Titan-Klappmesser von Bestek. Zack. Das hatte ich von der, ja, da in Hessen. Auf dieser Messe hatte ich mir das geholt. Ganz vorweg, das hier wird auf die, die jetzt wohl verkauft werden, nicht mehr stehen. Das war wohl nur der erste Run. Zack, 32 von 100. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob es irgendwelche kleinen, minimalen Abweichungen gibt vom First Production Run, also ich meine es hier so vielleicht einen Millimeter dünner oder ne? Also ein bisschen aufpassen. Also aufpassen in dem Sinne, nicht alles auf Gold Waage nehmen, was ich sage. Ja, ein Titanklapper S35 VN. Zack. Also ich hatte in Hessen, ich glaube, alle beste Modelle in der Hand. Und zwar nicht nur einmal. Ich habe ja geliebäugelt mit dem Predator. Das ist auch ein cooles Teil. Ja, bis mir der Sascha von Whiting Turning Flipping das Ding hier irgendwann mal in die Hand gedrückt hat. Ja, boah. Und dann wurde es immer schwerer. Ich bin immer wieder meine Gänge gegangen. Also nochmal rum, dann da wieder hin. Und ja, und im Endeffekt wurde es. Dieses Messer. Zack. Und ich habe es ganz regulär gekauft. Aber weil der Sascha so starke Nerven hatte, weil ich kann wirklich nerven, wenn ich mir sehr unschlüssig bin. Darum halte ich jetzt einfach mal die Karte rein. Also super. Erklärt und erklärt und hier und da. Also top. Würde ich. Also immer wieder empfehlen. So, ich denke mal, hat jetzt jeder. Zack. Man kann es auch so öffnen. Wir gehen kurz die Daten durch und dann quatschen wir ein bisschen. Was haben wir hier? Wir haben Titan. Wir haben trotzdem 137 Gramm. Zack. Ich habe eine ganz kleine Mini-Änderung gemacht. Vielleicht hat es 138 Gramm. Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt so in diesem Zustand gemessen. Also 137 Gramm, 21,4 Zentimeter Gesamtlänge. Also ich hätte gesagt, es gehört zu den großen oder zu den größeren, sagen wir es mal so, Messern, Klappmesser, Taschenmesser, Folder, wie auch immer. Kein kleines Messer. Wir haben 9,3 Zentimeter scharf, das ist nicht der Originalanschliff. Da reden wir gleich. Also 9,3 scharf. Wir haben eine Dicke von 3,78 Millimeter. Also wir sind unter 4. Ich denke mal, das steht dem Messer ganz gut. Ja, ein Klappmesser muss keine 4 oder 4,5 Millimeter haben. Wir haben ungefähr da gemessen, jetzt hinter der Phase 0,79. Wir haben 10 cm bis hier hinten von da zum Packen. Eigentlich so 10,1, 10,2, aber ne, da, hier kann man ja eh nicht mehr so richtig gut packen. Also man hat 10 cm Platz, um das Messer zu packen. Ist gut. Wir haben hier 13,52 mm. Also es ist ja, es ist ein nicht zu dünner Griff. Er ist weit weg von dick, aber angenehm. Es fasst sich angenehm an. Wir haben ein Kugellager. Es läuft sehr, sehr gut. Flipper, habt ihr ja gesehen. Ich habe jetzt Blue Loop habe ich mal reingemacht. Aber es lief vorher auch top.
Die Kugeln und auch der Detent sind schwarz. Also gehe ich von einem Keramik-Kugellager aus. Müsste man wohl nicht fetten. Aber ja, gut. Ich mache es trotzdem. Was ich eine ganz coole Sache finde, ich weiß nicht, ob ihr es seht oder auch nicht seht. Also ich mache es mal langsam. Der Stopp-Pin, da kommt er. Und flupp, ist er wieder weg. Das finde ich eine ganz coole Sache. Und es ist scharf. Es ist scharf. So, zack, da ist er. Die Klinge ist nämlich ein bisschen ausgehöhlt. Da kann man es erahnen. Und die legt sich dann da schön drüber. Das ist cool. Diese Öffnung hier funktioniert auch. Man muss nur aufpassen, dass man nicht mit diesem Finger hier drauf drückt. Aber man kann sich hier schön an dem Clip einhaken. Hier kann man die Finger auch wegnehmen. Dann drückt man ins Loch und zieht hoch. Das ist, wenn man mal ein bisschen entspannter öffnen will, öffnen muss. Wir haben einen Flachschliff. Wir haben ein sehr schickes Stonewash. Mal gucken, ob ich es überhaupt irgendwie drauf kriege. Also sehr fein. Jetzt seht ihr auch hier ein bisschen so meine Schleifsachen. Ja, wir haben, was wir immer noch haben, aber was deutlich noch krasser war, eine stabile Spitze. Ich glaube, wir haben jetzt hier, was hatte ich gesagt? Ich glaube 0,9 irgendwas hinter der Ferse. Hier in dem Bereich. Aber man sieht ja hier so einen leichten, ich nenne es mal Schnitt. Und da macht es hier so die Klinge so ein bisschen zack, ein bisschen Knick. Also das ist schon gewollt. Er lag hier deutlich über 1, also 1,36, wenn ich mich jetzt, ja, 1,36 mm hinter der Ferse. Das hat mir null gefallen. Beim Fleischwurstschneiden war das echt mies. So, jetzt habe ich mir gedacht, boah, warte mal, das ist so dick. Das ist wirklich so dick. Wenn ich das jetzt relativ flach haben will, dann hätte ich wahrscheinlich bis hier irgendwo alles blank haben müssen. Und da habe ich gesagt, nee. Dann versuche ich einfach mal die Kante zu brechen. Ich versuche mal. Wir haben einmal das und dann haben wir die. Also seht ihr, ich habe so zwei leichte Kanten drinne. Spitze ist trotzdem, da sieht man mein mal gerade eben abgelegt. ja, da habe ich ja und jetzt ist es deutlich besser. Es ist kein Slicer. Ihr habt das ja hier schon am Wert 0,79. Aber ich bin da auch schon ein bisschen lang gegangen, weil ich muss das ja schon ein bisschen angleichen. Wer es ein bisschen stabil hinter der Ferse mag, ja, der kann da super zuschlagen. Wer es feiner haben möchte, der sollte, wenn ihm das Messer gefällt, aber auch schleifen können. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, ist der erste Production Run. Vielleicht haben sie es ein bisschen weniger gemacht. Jetzt beim zweiten oder beim letzten, wie auch immer. Nur das sollte man bedenken. Was man noch bedenken sollte, wenn man sich den Griff ansieht. Fingermulden, Fingermulden, Fingermulden. Ich habe Glück. Zack. Es passt. Als wenn sie meine Hand genommen hätten dafür. Zack. Also das ist sowas von perfekt. Aber da habe ich eh Glück, von daher habe ich da meistens keine Probleme mit. Nur sollte man auch bedenken, meine Hand, ich glaube von hier bis hier hat ich glaube ich mal gemessen 8,9 cm hier. Aber man muss auch immer gucken mit der Fingerdicke und ne. Also bei mir passt es wirklich sehr gut. Ich mag das Messer.
Jimping geht. Noch ein bisschen weniger, aber das wäre nicht so gut, aber es stoppt schon irgendwie ein bisschen, wenn man Druck drauf macht. Also man rutscht jetzt nicht einfach so rüber. Jimping ist so okay. Sagen wir mal okay. Ja, wie gesagt, Fingermullen ein bisschen drauf aufpassen. Vielleicht kann man es ja in irgendeinem Geschäft, ich weiß nicht wo, ich weiß es wirklich nicht, mal ausprobieren. Oder man lässt es sich zuschicken und dann ja, muss es halt wieder zurück, wenn es nicht passt. Wir haben ja, über den Schutz, den sieht man jetzt hier gerade nicht, aber wenn ich über die Kamera gucke, sehe ich ihn. Der ist genau hier oben. Wir haben einen Stahlinsert. Zack. Das läuft hier alles super. Der Lock. Das ist jetzt schon. Ja, seit wann war das? Dezember. Was haben wir jetzt? Mai. Also er steht wie am Anfang. Ganz relativ sehr früh, aber auch. Ich mache immer mal tuk tuk tuk, wenn mir dann so zu früh aussieht. Aber da klappte nichts ein. Also von daher hätte ich gesagt, passt das. Ja, von der Bearbeitung finde ich das sehr cool, diese Rillen. Wir sind hier glatt, aber hier, selbst hier oben, haben wir nochmal, wo meine Kamera dort überhaupt einfängt, ganz feine Rillen, wie auf der Schallplatte schon fast. Also so eigentlich gar nicht zu merken, aber wenn man mit dem Fingernagel drüber geht. Weiß nicht, ob man es jetzt hört. Also das ist schon aufwendig cool gemacht. Backspacer steht hier hinten ein bisschen raus. Aber ist auch natürlich so gewollt. Sieht cool aus. Das Blaue, warte mal, ich guck mal. Ja, ich denke mal, das kommt so hin. Von der Farbe. Sieht cool, also wirkt nicht lila. Wirkt wirklich blau. Hier haben wir das auch. Hier. Ja, entweder mit dem Victorinox, mit dem Schraubenzieher oder am besten geht es mit einer 1-Cent-Münze. Weil umso größer die Münzen werden, also 2 Cent, 5 Cent, umso größer wird der Radius. Und dann passt das irgendwann nicht mehr. Und hier, ja, ich muss über die Kamera, zack, passt das schön rein. Zack, passt rein. Hat minimal Spiel und dann könnte man drehen. Also 1 Cent Münze, das finde ich gut. Da muss man nicht immer einen Torx bei haben. Das finde ich eigentlich wirklich gut. Hier hinten haben wir schön Torx 8. Das finde ich natürlich super. Ich meine, es war ein Torx 8, ehrlich gesagt. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall haben wir hier Torx und hier haben wir Münze. Ja, ansonsten keine scharfen Kanten. Design muss man natürlich mögen. Ich fand es richtig cool. Es schneidet jetzt mittlerweile, sagen wir mal, ja, so gut minus. Aber es ist nicht so, dass ich sage, boah, ne, komm. Macht mir keinen Spaß. Nimm mal irgendein anderes. Also von daher, das ist jetzt in Ordnung. Aber wie gesagt, sollte man wahrscheinlich auch bei den neueren jetzt einmal nacharbeiten. Tercel, ja, den Schriftzug hätte man auch irgendwo anders hinmachen können oder einen anderen Schriftzug. Das wirkt einfach nur so buck, draufgedruckt, fertig. Das Logo finde ich zum Beispiel eigentlich cool. Da habe ich keine Probleme mit. Das ist ganz cool. Ja, Bestek. Ich habe das Bison. Zack. Das hat D2 und Titan. Ja, und G10. Auch ein geiles Teil. Auch Kugellager. Das Grampus. Da genau. Auch drauf gedruckt. Buck. Wirkt sehr stabil. Wirkt irgendwie so ein, wie so ein, ja, wie so ein Arbeitstier. Also, ne, schöne dicke Liner. Zack, auch Kugellager. Zack. Ist auch meine Empfehlung.
Man hätte hier ein Schlagstück, mag nicht jeder, aber könnte man nutzen. Coole Klinge. Ich hätte schon fast jetzt Spearpoint gesagt. Aber auch ein geiles Teil. Dann haben wir noch das Skyhawk. Ihr habt ja Bilder schon gesehen. So ist es jetzt noch. Ich habe es jetzt nicht weiter poliert. Macht jetzt auch Bock. Also das heißt, wenn man Glück hat und eine gerade Klinge hat, dann ist es, ja, es ist natürlich sehr universell. Ne? Sehr universeller Griff. Wir haben auch S35VN und Titan in Blau. Was manchmal, kommt auf dem Licht drauf an, vielleicht mal so ein Ticken lila beinhalten könnte. Also das ist wirklich blau. Aber es geht. Also es ist so hart an der Grenze. Das geht. Geiles Teil. Wirklich cool. Ja, wahrscheinlich auch wirklich, weil es so ja, universell ist. Ne? Das wird wahrscheinlich jedem passen. Hier, ich habe hier auch noch Luft, also größere Hände. Kein Problem. Ja, Bestek macht coole Sachen. Wir machen noch einen Größenvergleich. Was haben wir? Haben wir einen, wie mache ich das am besten? Ein Kershaw Blur. Das geht eigentlich. Bis auf so vorne und hinten, so die Spitzen. Sind die eigentlich relativ gleich groß. Man müsste das natürlich jetzt hier hinten ein bisschen so zurückversetzen, wegen die Mulde hier. Man könnte ja hier bis hier packen. Zack. Dann wirkt es natürlich vorne wieder kleiner, aber im Endeffekt ist es gleich. Wir haben noch ein Para 2. Wie machen wir es? Wir halten wir so. So ungefähr den Punkt auf den Punkt. So, dann hat das Para 2 hinten mehr Griff. Hätte es dann von der Klingenlänge. Haben wir aber deutlich mehr. Und wenn man es jetzt einfach so hinhält, sehen sie eigentlich fast gleich aus. Das Para 2 ist natürlich ein bisschen verschoben immer. Was haben wir noch? Ein UK PK. Zack. So, hier sieht man mal, aha, ist doch ein größeres Messer. Ja. Zack. Ein Victorinox. Huntsman. Was sind das? 90er Modelle. Also, wenn ich den Griff jetzt mal hier so bock anticke. Also, wer hier eigentlich, wer das so packt, so packen könnte, hier hinten noch gut ist, der kommt hier auch noch in der Mulde klar. Weil das passt. Ja, dann haben wir noch ein besonderes Messer. Zack. Ein Hartkopf. Ja, ist genau das gleiche wie der Victorinox. meine besten Dank gehen an den Isa 69. Er hat es ja heute für euch, wahrscheinlich morgen, aufgelöst. Ja, er hat mir das überlassen. Also, sprich, geschenkt. Also, das ist ja natürlich unglaublich. Da muss ich auch gucken. Also, da muss irgendwann mal irgendwas mir ins Auge fallen, wie ich das wieder gut machen kann. Weil das, ja, ich kann jetzt nicht einfach losgehen, irgendwas holen und nein. Also, da wird irgendwann mal, wenn ich mal irgendwas finde, wo ich mir sage, jo, weil das geht ja gar nicht. Das ist ja heftiges Teil. Also, Isa, also wirklich krass. Das ist irgendwie geil. Das bleibt jetzt hier auch einfach im Bild, ist mir egal. Das waren so die Größenvergleiche. Ein Gale Bradley noch. Das wirkt auf dem Foto ein bisschen kleiner. Ist es auch insgesamt. Also es ist schon ziemlich groß, das Messer. Es ist dennoch ein cooles Messer. Es läuft sehr schön weich. Der Flipper funktioniert. Der Detent passt. Ah, zack. Wird sehr schön reingezogen. Und ich muss hier auch wirklich so. Ja, ihr seht es vielleicht. Zack. Flop.
Also es ist schon wirklich cool, wenn man wirklich darauf steht, dass es jetzt nicht so ein gerades Messer ist. Dann kann man da wirklich zuschlagen. Ja, Schärfetest wird das haben wir schon gemacht. Ich merke nämlich gerade, ich habe hier gar kein Papier. Also es ist scharf. Hat natürlich auch keine Werkschärfe. Von daher ist es jetzt eh relativ egal. Clip ist nicht umsetzbar. Aber ist ja heutzutage hier würde es wohl gehen. Meistens so. Ne? Vor allen Dingen bei Titanmesser ist mir aufgefallen, dass da nicht immer was ist. Weil hier haben wir nämlich noch eine Aussparung drin. Die haben wir hier nicht. Also, ne? Genau wie hier. Haben wir auch nicht. Das. Ja, aber es soll auch für viele eine Linkshänder-Version geben. Darum muss man einfach mal auf doof nachfragen, ob es jetzt vielleicht bei Bestek auch eins ist. Also mir gefällt das Messer gut. Es schneidet okay. Es macht Bock zu spielen. Zack, da muss ich ganz ehrlich sein, das ist viel auch ein Spielmesser. Aber wenn man viele Messer hat, dann braucht man sowas auch mal. Aber qualitativ ist es auf einem, ja, also ich würde sagen, auf einem sehr hohen Niveau, wenn man sich das alles mal anguckt. Es fühlt sich alles weich an. Also nichts, keine Macken, also irgendwie so abge, weiß ich nicht, dass man irgendwo hängen bleiben könnte oder so. Also das passt schon. Ja, ist mal wieder ein bisschen lang geworden, aber ist auch ein cooles Messer. Wir haben natürlich ein Führverbot. Sage ich natürlich jetzt, wo schon jeder abgeschaltet hat, aber egal. Ich bedanke mich bei euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.